Denken Sie nur mal an den fast schon sprichwörtlichen Föhn in der Badewanne. Jetzt gibt es ein neues Spray, das Elektrogeräte wasserfest machen soll. Strom und Wasser. Eine lebensgefährliche Kombination. Wasser macht den menschlichen Körper 5 bis 10 Mal leitfähiger. Deshalb sind die 230 Volt aus der Steckdose normalerweise tödlich. Hier aber passiert nichts. Möglich macht es dieses Spray. Es isoliert die stromführenden Kontakte und Leitungen von Elektrogeräten. Das Spray besteht aus einer öligen Substanz mit Rostschutzmitteln. Wird es auf die Elektronik gesprüht, kriecht es in alle Windungen und Ecken des Geräts. Und so funktioniert das Mittel. Es hat eine wesentlich geringere Dichte als Wasser. Selbst wenn das Gerät schon feucht geworden ist, unterwandert das Spray die Wassertropfen. Es bildet einen Schutzfilm, ohne dabei die Leitfähigkeit zu beeinträchtigen. Verwendbar ist es nicht nur für Elektrogeräte. Es hilft überall dort, wo Feuchtigkeit und Nässe Schaden anrichten können. Fahrradketten und Zahnräder rosten nicht mehr. Und Elektronik ist selbst bei ständigem Wasserkontakt weniger anfällig. Im Haushalt kann es für mehr Sicherheit sorgen. Es isoliert die Elektronik dieses Föhns und verhindert, dass es im Wasser zu einem tödlichen Stromstoß kommt. In Deutschland verursacht Strom über 1000 Unfälle pro Jahr. Sorgfältig eingesetzt kann das Spray vielleicht sogar Leben retten. Die Sache mit dem Rasierapparat oder dem Föhn oder anderen Geräten, machen Sie das lieber nicht nach. So gut das Spray auch sein mag, die Kombination von Strom und Wasser ist und bleibt lebensgefährlich.